Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Fragt man hier in den Raum, was ist das Wichtigste an deiner Arbeit hier, glaube ich, dann sollte die Antwort nicht schwer sein. Das Wichtigste ist, zum Wohle der Menschen in diesem Land beitragen zu können. Denn frei nach Helmut Schmidt, Politik ist nicht nur Denksport, sondern Politik ist auch Handeln. Und sehr oft musste diese Koalition in diesem Jahr entscheiden und handeln. Das hätte sich Olaf Scholz bestimmt auch anders vorgestellt, als ihm der Bundestag vor knapp einem Jahr die Kapitänsbinde angelegt hat. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, persönlich gehe ich gerne mit meiner kleinen Tochter einkaufen und schauen wir doch mal gemeinsam ins Land und vor allen Dingen in die Regale. Die Preise im Supermarkt, an den Tankstellen, im Einzelhandel sind auf einem sehr hohen Niveau. Die Energiekosten sind nach wie vor beängstigend. Das sind Kosten, meine Damen und Herren, die viele Menschen in unserem Land nur schwerlich gestemmt bekommen. Das macht mir Sorge. Diese Sorge muss aber auch Anspruch sein, den betroffenen Menschen und auch vor allen Dingen unseren Unternehmen umfassend zu helfen, um die schwersten Belastungen dieser außergewöhnlichen Zeit abzufedern. Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Gesellschaft müssen zusammengehalten und stabilisiert werden. Und genau das tut diese Koalition gerade jetzt in der Zeit. Nicht nur, dass wir einen Haushalt heute verabschieden, der für soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Freiheit in der Zeitenwende steht. Dieser Haushalt lässt auch viel Luft für Unterstützungsleistungen, die auch nächstes Jahr unumgänglich werden. Meine Damen und Herren, der Bundeshaushalt 2023 mal im Schnelldurchlauf. 18 Stunden Schlussberatung haben wir mitbekommen. Über 1000 Anträge wurden in der Sitzung gestellt. Dankeschön an das Ausschusssekretariat, an alle, die damit geholfen und mitgearbeitet haben. 476 Milliarden Euro Gesamtvolumen, 31 Milliarden Euro noch mal mehr als im Regierungsentwurf. Die Schuldenbremse wurde eingehalten und, was uns wichtig war, eine klare parlamentarische Handschrift in diesem Bundeshaushalt. Und, meine Damen und Herren, auch klare Prioritäten. Und ich verrate hier keine Geheimnisse. Dieser Bundeshaushalt entlastet die Bürgerinnen und Bürger. Dieser Bundeshaushalt übernimmt internationale Verantwortung, die auch von uns eingefordert wird. Wir treiben den Klimaschutz voran und wir schaffen Rekordinvestitionen von über 71 Milliarden Euro. Und damit zeigen wir den Menschen Zukunft und Perspektive auf. Unsere Zeit braucht einen starken und leistungsfähigen Staat. Zuverlässigkeit und Fortschritt sind die Voraussetzungen, um Fortschritte und Zukunft zu garantieren. Deswegen investieren wir in Bildung, Digitalisierung, Klimaschutz, innovative Technologien, massiv in Schiene, Transformation, aber auch in den Sozialstaat. Liebe Bürgerinnen und Bürger, umfassende Entlastungspakete im Wert von 300 Milliarden Euro wurden und werden auf den Weg gebracht. Überdies gibt es die Einführung des Bürgergeldes, Heizkostenhilfen, eine Wohngeldreform, das 49-Euro-Ticket, 250 Euro Kindergeld, ein Rekord, was hier geleistet wurde. Weiterhin profitieren 48 Millionen Menschen davon, dass wir Anpassungen im Steuertarif geschafft haben. Nicht vergessen möchte ich aber auch die Investitionen in unsere Sicherheit. Über 58 Milliarden Euro für unsere Parlamentsarmee, um Landes- und Bündnisverpflichtungen gerecht zu werden und unsere Bürgerinnen und Bürger Freiheit und Demokratie gewährleisten zu können. Ja, die Herausforderungen, und da gebe ich unserem Finanzminister ausdrücklich recht, die eigentliche Herausforderung und das Zauberwort heißt Umsetzung. Und da sind vor allen Dingen die Ministerien, die Behörden, die ausführenden Organe gefordert. Und machen wir uns nichts vor, wir werden da auch umdenken müssen, um schneller zu werden. Deutschland, und das ist die klare Botschaft, ist finanziell stark. Dieses Land ist kreativ und wir sind innovativ. Nutzen wir diese Kraft, die in dem Land schlummert, und organisieren wir den Zusammenhalt in der Zeitenwende. Dieser Haushalt erfüllt die Zeitenwende mit Leben und er macht vor allen Dingen eins: Freude auf die Zukunft. Und ich komme ja aus Franken. Das höchste Lob, was man hier geben kann dem Finanzminister, ist ein fränkisches Pastschow. Und das ist also das höchste Lob. Oder wenn man es mit den Worten von Helmut Schmidt ausdrücken möchte: Dieser Haushalt hat Mut zur Zukunft. Und abschließend, und Olaf Scholz trägt die Kapitänsbinde für unsere Regierungsmannschaft zu Recht. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.